Vielleicht glauben wir manchmal, dass wir das Spiel nicht von der Ersatzbank aus beeinflussen können, aber da liegen wir falsch. Obwohl wir nicht spielen, können wir unserem Team weiterhelfen. Wie genau, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Wir alle hatten diese Situation wahrscheinlich schon einmal oder werden sie noch haben. Unser Trainer liest die Aufstellung vor und wir sind nicht in der Startaufstellung. Diese Entscheidung vom Trainer können wir jetzt leider nicht mehr beeinflussen. Was wir aber beeinflussen können, ist, wie wir darauf reagieren. Wir können uns entweder dafür entscheiden, dass wir jetzt traurig sind oder uns ärgern, oder wir treffen die Entscheidung, dass wir unserem Team weiterhelfen wollen. Jetzt in diesem Moment zählt dieses Spiel. Und es zählt nur, dass wir als Team gemeinsam die bestmögliche Leistung auf den Platz bringen. Dafür muss aber das ganze Team mitarbeiten. Eine Sache, die wir tun können, ist die Energie des Spiels lesen. Was meine ich jetzt mit der Energie des Spiels? Es gibt verschiedene sensible Phasen im Fußball. Zum Beispiel nach einem Gegentor. Dann sind wir meistens traurig oder ärgern uns über das Gegentor. Dann gibt's auch noch die Phase direkt nach dem Tor, dass wir selbst schießen. Dann freuen wir uns häufig, die Euphorie ist ganz groß. Oder sensible Phasen direkt am Anfang, wenn noch etwas Nervosität auf dem Platz herrscht. Wir als Ersatzspieler können jetzt versuchen, diese Energie zu lesen und probieren, diese auszugleichen. Wir können also zum Beispiel darauf achten, wie sprechen unsere Mitspieler miteinander. Wie spricht der Gegner miteinander? Wie verhält sich der Gegner oder unsere Mitspieler nach einem Fehlpass oder nach einem individuellen Fehler von einem? Und wenn wir jetzt erkennen, dass unser Team sich gegenseitig anmeckert, zum Beispiel nach einer Chance von einem Gegner oder wenn einer einen Fehlpass spielt, dann können wir probieren, die Energie auszugleichen, indem wir statt negative Kommentare, die bereits auf dem Platz herrschen, positive Kommentare reinrufen. Ganz wichtig aber hierbei, wir müssen unser Team kennen, unsere Mitspieler auch individuell kennen. Ich hatte zum Beispiel mal einen Mitspieler, der meinte, dass ihn das ganze positive Gerede nervt und dass es für ihn manchmal besser ist, wenn man ihn wirklich anmeckert, weil dann denkt er sich, boah, dir zeige ich es jetzt erst recht und legt nochmal eine Schippe drauf. Um die Energie auf dem Spielfeld auszugleichen, müssen wir auch nicht immer das ganze Team ansprechen, sondern können auch gezielt individuell unsere Mitspieler ansprechen. So können wir vielleicht einen Teil der Energie auf dem Platz beeinflussen, dass dann im nächsten Schritt dieser Mitspieler, wenn er positiv beeinflusst wurde, dass er dann selbst auch die anderen Mitspieler, zum Beispiel in seiner Umgebung, mitnimmt und auch positiv beeinflusst. Also ich hoffe natürlich, dass ihr so viel Spielzeit bekommt wie möglich. Klar ist aber, dass es gut sein kann, dass ihr in eurer Karriere auch mal auf der Bank sitzt. Deshalb wünsche ich mir, dass wenn es eintritt, dass ihr die richtige Entscheidung trefft. Dass ihr das beeinflusst, was ihr beeinflussen könnt und als Leader vorangeht und probiert eurem Team bestmöglich weiterzuhelfen. Was können wir noch als Ersatzspieler tun, um unserem Team weiterzuhelfen? Versetzt euch hierfür gerne in die Situation, wenn ihr spielt, und fragt euch, welche Aktionen haben euch auf dem Platz geholfen, die eure Ersatzspieler durchgeführt haben. Schreibt mir eure Erfahrungen gerne in die Kommentare. Ich freue mich, eure Erfahrungen zu lesen. Wir sehen uns.